Also, ich spreche für die Bürgervereine im Kölner Westen. Und wir haben angefangen, vor 2 Jahren uns mit dem Thema zu beschäftigen, weil wir an der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Ausbau der Haltestellen auf der Aachener Straße teilgenommen haben. Es geht hier um den Abschnitt, den man hier in der Projektion sieht. Man sieht auch, da geht es nur um die oberirdische Streckenführung. Ich spreche jetzt nicht zum Thema Tunnel oder Nicht-Tunnel. In unserem Bereich würde sowieso die Straßenbahn weiterhin oberirdisch fahren. Es geht da um 14 Haltestellen, wie man sieht. Und für uns haben sich bei der Auseinandersetzung mit dem Thema 4 Hauptpunkte rauskristallisiert. Zunächst mal Kapazitätserhöhung auf der Strecke, das ist ja eben schon mal angesprochen worden. Auch nach unserer Überzeugung ist die Kapazitätserhöhung auf dieser Strecke unbedingt nötig. Rechnerisch ist das mit den eben erwähnten 90-Meter-Bahnen machbar, denn man kann ja dann in jeder Bahn 50% mehr Fahrgäste unterbringen. Würden aber die schon vorhandenen 60-Meter-Bahnen mit 5-Minuten-Takt fahren, könnte auf diese Art und Weise mehr Fahrgäste transportiert werden. Im Moment fährt die Linie 1 je nach Tageszeit so alle 10 bis 15 Minuten. Mit einem höheren Takt würde außerdem der ÖPNV für die Fahrgäste natürlich viel attraktiver werden. Denn wenn ich weiß, dass ich an der Haltestelle statistisch bei einem 5-Minuten-Takt 2,5 Minuten auf die nächste Bahn warten muss, wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Bahn auch genutzt wird, viel größer. Dafür ist es aber wichtig, dass auch tatsächlich alle Stationen angefahren werden. Tatsächlich endet die Linie 1 aber häufig in Junkersdorf und fährt Weiden, den Stadtteil Weiden mit 18.000 Einwohnern circa, überhaupt nicht an. Das Bild, was man hier sieht, ist sicherlich ein Extrembeispiel von einem Montagabend, an dem ich an Neumarkt gestanden habe. Aber man sieht, die nächste Bahn nach Weiden fährt in 58 Minuten. Dazwischen fahren aber 2 Bahnen nur bis Junkersdorf. Und das zeigt dieses Prinzip, dass nicht alle Bahnen bis Weiden durchfahren. Und aus Fachgesprächen wissen wir, dass das auch nach Einsatz der 90-Meter-Bahnen oder vielleicht gerade nach Einsatz der 90-Meter-Bahnen auch so bleiben soll. Und besonders absurd ist das deswegen, weil der Park-and-Ride-Parkplatz Weiden-West, ganz an der westlichen Stadtgrenze, dann auch nicht regelmäßig jedes Mal angefahren wird. Wobei gerade diese Haltestelle natürlich ein sinnvoller Weg wäre, den Pendlerverkehr in die Innenstadt zu reduzieren. Der zweite Aspekt, den wir uns angeguckt haben, ist Stadtplanung und Stadtgestalt. Für den Einsatz der 90-Meter-Bahn müssen die Haltestellen auf der Aachener Straße verlängert und teilweise verlegt werden. Dadurch wird das Überqueren der Aachener Straße für alle anderen Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Radfahrer, Autoverkehr, erschwert. Umwegverkehre werden häufiger. Die Stadtteile Braunsfeld, Müngersdorf, Junkersdorf und Weiden würden dadurch noch stärker als bisher durch eine bauliche Schneise durch diesen Bahnsteige für 90-Meter-Bahnen getrennt. In Junkersdorf ist nur für die 90-Meter-Züge eine zusätzliche Wendeanlage geplant. Dafür müssen nach aktuellem Planungsstand hier 35 zum Teil alte Bäume gefällt werden, wie man hier sieht, die Teil des äußeren Grüngürtels sind. Der Baumbestand im Mittelstreifen würde entfallen und dadurch hier eine große Hitzeinsel entstehen. Das Gleiche gilt für weitere Haltestellen auf der Strecke. Hier sieht man die Haltestelle Klarenbach-Stift, wie der Name schon sagt, eine Haltestelle am Altenheim. Da haben wir die Auskunft, dass die Bäume nicht erhaltenswert sind, sind ja auch noch relativ klein. Insgesamt würden aber damit die gesamte Aachener Straße zu einer Asphaltwüste werden. Sie haben das wahrscheinlich gelesen, jetzt Anfang August gab es eine aktuelle Untersuchung, wo sich herausstellte, dass Köln zu den 5 am stärksten versiegelten Städten in Nordrhein-Westfalen zählt. 50% der Stadtfläche ist asphaltiert. Das würde damit natürlich noch weiter vorangetrieben. Und all das widerspricht der Erklärung des Klimanotstands von 2019, mit der die Stadt beschlossen hat, Zitat,
Alternativen mit positiven Effekten auf das Klima sollten bevorzugt werden. Das wird hier überhaupt nicht berücksichtigt. Der dritte Aspekt ist die Zeitskala. Die ist ja jetzt schon mehrfach angesprochen worden. Wir sind der Überzeugung, dass die Verkehrswende jetzt stattfinden muss und nicht erst, wenn die Haltestellen zwischen Weidenwest und Bensberg fertig umgebaut sind für 90 Meter Züge. Eine Takterhöhung könnte dagegen zeitnah erreicht werden. Aktuell hat die KVB hier wohl zu wenig Fahrerinnen und Fahrer und auch zu wenig Straßenbahnen, um das umzusetzen. Diese Probleme können aber sicher schneller gelöst werden als in 10 oder noch mehr Jahren, bis alle Haltestellen entsprechend umgebaut sind. Die betrieblichen Schwierigkeiten der KVB dürfen nicht das entscheidende Argument für nicht zielführende Baumaßnahmen auf der Strecke sein. Der Umbau der Haltestellen auf der Aachener Straße würde zu jahrelangen Störungen auch auf den Außenästen, also nicht nur in der Innenstadt, führen und damit noch mehr Autoverkehr produzieren, weil die Bahnen sicherlich nicht zuverlässig fahren könnten. Auch wären immer wieder Fahrbahnsperrungen nötig, um Baumaterial und Baufahrzeuge unterzubringen. Und das abschreckende Beispiel sieht man hier von der Bonner Straße. Ich möchte ausdrücklich sagen, es ist kein Foto vom Weidmarkt, sondern das ist auf dem Abschnitt der Bonner Straße, wo die Bahn dann oberirdisch fahren soll. Das ist jetzt seit über 2,5 Jahren ein Problem für die Händler und andere Anlieger. Und die Händler, Zitat, den Händlern geht langsam die Puste aus. Auch das wäre auf der Aachener Straße ein Problem. Der vierte und letzte Aspekt ist auch, wie eben schon angesprochen, Finanzierung und notwendige Planungskapazitäten für die Umbauten. Nur für den oberirdischen Umbau, also ich spreche nicht vom Tunnel, nur für den oberirdischen Umbau für die 90-Meter-Züge liegt die Kostenschätzung zurzeit bei ungefähr 250 Millionen Euro. Ob und in welcher Höhe hierfür tatsächlich Fördergelder zu bekommen sind, das haben wir ja eben schon gehört, ist noch völlig unklar. Aber auch darüber hinaus würden enorme finanzielle und vor allen Dingen auch personelle Belastungen auf die Stadt zukommen, wenn diese 90 Meter Bahnsteige gebaut würden. In einer Situation, in der der Stadtrat sich mit einer Streichliste für geplante Großprojekte beschäftigt, wäre der Stopp dieser Planungen sicherlich eine sinnvolle Einsparmöglichkeit. Und die sicher auch zur Verfügung stehenden Fördergelder von Bund und Land, von denen eben die Rede war, die sollten für Projekte beantragt werden, die tatsächlich einen verkehrlichen Nutzen haben. Für uns im Kölner Westen geht es da vor allen Dingen um die geplante Verlängerung der Linie 4, die endlich Widdersdorf anbinden müsste. Das größte Neubaugebiet Deutschlands mit ca. 13.000 Einwohnern ohne Straßenbahnanschluss. Und dieses Vorhaben wurde nun aber auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Alle Ressourcen sollen nur noch in die Ost-West-Achse und in die Fertigstellung der Nord-Süd-Achse fließen. Und in der Bilanz treffen bei allen vier Gesichtspunkten die Argumente gegen die 90-Meter-Züge zusammen. Und deswegen fordern wir eine Kapazitätserhöhung, ja, aber durch Taktverdichtung. Eine Stadtplanung für die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer und Anwohner, ohne einen Kahlschlag für die Monsterbahnen, die auch bei uns in den Außenästen keinen Platz finden würden. Die Verkehrswende jetzt und dafür einen sinnvollen Einsatz der begrenzten Ressourcen.